Moin und willkommen zurück im Seifenboot. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, uns auf die Button vorzubereiten. Wir machen ja wie jedes Jahr das Minecraft-Standl bei der Button und haben in dem Zug riesengroße Map gebastelt, PvP-Map im Weltraum, wo wir so ein Mashover gemacht haben zwischen Star Trek, Star Wars, Halo, alles was einem so einfällt und alles was so nerdig wäre. Genau, und dann haben wir gedacht, ich mache das irgendwie so, dass ich euch da am Laufenden halte. Aus zwei Gründen. Erstens, wir brauchen nur Testspieler. Es ist leider so, dass jedes Mal zum Testspielen einfach 6-7 Leute zusagen und wir sind dann nur zu dritt oder viert. Und wir haben halt nur so viele Issues, da hat Weapon Balancing und so weiter. Also es ist halt so ein eigenes Modpack auf einer eigenen Map. Und es ist so ein rundenbasierendes PvP-Game. Die World Border wird kleiner, da gibt es noch ein paar Problemchen. Vorwiegend deswegen, weil sie die Map in die Länge zieht und nicht in die Breite. Also wer schon mal Hunger Games oder sowas gespielt hat, man spielt eigentlich auf einer ebenen Fläche, die Map zieht sie in die Breite. Wir spielen auf dem Starfleet Headquarter, die näherste Weltraumstation im Star Trek Universum. Und die ist halt mehr lang als breit. Es gibt da im Hangar Deck eine riesengroße, schöne ebene Fläche, wo man die man geil besnipen kann oder die man als Tanker schön tanken kann. Und da ist halt eben das Problem, dass in der Mitte aber von der Station die Turbolifte durchführen. Jetzt ist es halt, dort verlauft es dann manchmal oft. Das ist nur ein Issue, da müssen wir halt nur schauen, ob man, wie viel man von den Stockwerken oben und unten drunter mal zugänglich macht. Ja, aber das sind eher mehr Kleinigkeiten. Derzeit ist es nur so, dass man, wenn die World Border wird halt immer kleiner und irgendwann ist der Spawn-Raum außerhalb der World Border, was natürlich ja. Aber ja, wir lernen viel, beziehungsweise ich lerne viel, dass immerhin die erste Map ist, die so Command-Block-basierend läuft. Und ich habe mir gedacht, ich würde euch gerne mal mitnehmen und es ist simpel und rudimentär gehalten, aber wie gesagt, mein erstes Projekt in die Richtung und es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe irrsinnig viel gelernt, was Minecraft, was Java angeht und so, was Modpacks kreieren angeht. Genau, und wollte ich nehme ich mal mit auf die Reise. Und werde ein bisschen Footage reinschneiden. Jetzt sind wir schon einen Riesenschritt vorwärts gegangen. Und wie man sieht, ist die Seifenfabrik 16. und 17. März. Also es ist nicht mehr lang. Es geht dem Ende zu. Wir suchen nur Testspieler. Meldet euch einfach, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dabei sein wollt. Es ist meistens Sonntag um 19 Uhr. Beziehungsweise ihr könnt dann auch im nächsten oder übernächsten Video dabei sein als Testspieler. Ich hänge jetzt einfach mal so ein paar kurze Schnipsel an. Okay, machen wir das so. Also Testspieler gesucht, im Anschluss noch ein bisschen Schnipsel ohne Sound leider. Für alle, die es interessieren, das Video davor, da sieht man schon ein bisschen was von der Map und so. In dem Sinn, hat mich mal gefreut. Ne? Ich hänge jetzt noch, wie gesagt, ein bisschen was drauf. Auch witzig für die Leute, die letztes Mal dabei waren. Danke an alle Leute, die helfen bis jetzt. Es hilft, wenn Leute helfen. Und genau, danke für die Minecraft-Accounts-Sponsorings, danke für das Nitrado-Sponsoring, voll gut. Danke für das Sponsoring und alles Entgegenkommen von den Leuten, von der Button, die das organisieren, von der Ludovico. Super Jungs, immer ein Spaß, mit euch was zu machen. Und ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit der Footage.